Einige Menschen glauben tatsächlich, dass dieser Vers sich ausschließlich auf geistliche Heilung bezieht, obwohl die Schrift sehr klar ist. Lasst es uns gemeinsam ansehen. Aber bezieht sich durch seine Wunden sind wir geheilt nicht ausschließlich auf geistliche Heilung? Dies ist die kürzeste Antwort in dieser Serie, weil es eigentlich selbsterklärend ist, wenn wir die Schrift mit der Schrift selbst interpretieren. Mit dieser Methode können wir nicht falsch liegen. Lesen wir zuerst Jesaja 53. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und jetzt lasst uns den Vers lesen, in welchem Petrus im Neuen Testament Jesaja 53 zitiert. 1. Petrus 2 sagt, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und jetzt schauen wir uns einen anderen Bibelabschnitt an, wo der gleiche Vers zitiert wird in einem praktischen Kontext. Matthäus 8. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Da gibt es nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen. Es wird klar gesagt, dass das, was Jesus hier tut, Dämonen austreiben und alle Kranken heilen, die Erfüllung der Schriften in Jesaja ist. Und diese Heilungen waren nicht nur innerlich oder geistlich, sondern offensichtlich auch körperlich. Herzlichen Dank fürs Anschauen. Unsere nächste Frage wird sein, aber müssen wir nicht zuerst fasten, bevor wir für Heilung beten? Einige Menschen denken, dass sie zuerst fasten müssen, bevor Gott sie heilen wird. Wir werden bald mehr dazu herausfinden. Bis bald!